Läuft. Ich muss jetzt nur irgendwas wegwerfen hier. Zum Beispiel diese ganzen Drachenknochen, die ich hier sinnloserweise mitgenommen habe. Ich weiß, dass die viel Geld bringen, aber ich verkaufe die ja eh alle nie immer. Und dann macht es irgendwie nicht so viel Sinn, die mitzunehmen. Und schon sind wir wieder... Nein, weg. Schon sind wir wieder drunter. Gibt's hier noch was? Ja, ein Schrei. Wort der Macht. Eis oder Eisform. Ah ja, schön. Können wir die gleich lernen vielleicht? Magie. Schreie. Können wir die unerbittliche Macht jetzt eigentlich aufleveln irgendwie? Nee. Ätherische Gestalt. Du kannst weder verletzen, noch jemand anderen verletzen. Ah ja. Okay, 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 weg hier. Eisform. Ja, super, kann ich schon wieder nicht, oder was? Ach ja, jetzt kann ich es. Die Eisform. Und den kann ich auch. Jetzt habe ich schon wieder ein paar mehr Schreie. Dein Turm friert einen Gegner komplett ein. Das ist doch mal nützlich und kommt auch ins Favoritenmenü. Während hingegen der rausfällt und der Feueratem bleibt drin. Die Eisform wird mal ausgerüstet gleich. Jetzt hau ich erstmal kurz hier ab. Gehe wieder nach Weißlauf zum Verkaufen. Nö, erstmal nach Winterfeste. Um die Quest abzugeben, dann nach Weißlauf, um die zweite Quest abzugeben und um wieder ein bisschen was zu verkaufen. Und ich möchte mir dann auch in Weißlauf noch ein Haus kaufen, weil Weißlauf liegt halt eigentlich ziemlich zentral und da kommt man überall hin. Meine Aufgabe. Ach, da läuft er. Ich kenne niemanden. Ausgezeichnet. Ihr habt uns einen großen Dienst erwiesen. 500 Gold. Hier ist eure Belohnung. Achievement unlocked. Ich bekomme Gold. Aber hätte man eigentlich schon ewig. Ich laber wieder Kacke. Kennt ihr ja. So, noch Weißlauf reisen. Ich möchte mir, wie gesagt, noch ein Haus kaufen. Wegen der gerade unten erwähnten zentralen Lage in Himmelsrand zufällig. Und dann, ja, schauen wir mal. Da können wir nämlich dann auch einen Haufen Zeug einlagern, das wir nicht immer brauchen. Dann sparen wir uns einen Haufen Inventarplatz. Es liegt Frost in der Luft. Die Kälte wird meiner Ernte nicht gut tun. Wer bist du überhaupt? Mir gehört der Pelagierhof direkt vor der Stadt. Nimriel kümmert sich während meiner Abwesenheit gut um alles. Ich verkaufe übrigens Kohl. Ehrliches Geld für ehrliche Arbeit. Ach, 2 Gold für ein Kohl. Ihr solltet mal Gemüse bei Carlottas Stand kaufen. Ja, jetzt müssen wir erstmal in Jorvaskr natürlich. Oder wo ist die Aila überhaupt? Oh, ich habe die Quest gar nicht aktiviert, dann kann es ja nicht gehen. Da. Es sind doch schon genug Fremdlinge in der Stadt. Und jetzt laufen hier auch noch all diese Söldner aus Hammerfeller rum. Vorsichtig! Entschuldigung. Ich müsste mich entschuldigen, wenn ich habe euch aus dem Weg geräumt. Aber ich habe Vorrang, ich bin Drachenblut. Und rein hier. Und so, wo ist jetzt die Aila? Wahrscheinlich unten, denke ich mal. In ihrem Kämmerchen. Oh, ich habe schon gedacht, das hat sich Skyrim. Ich habe in der Gegend hier für Ablenkung für euch gesorgt. Habt ihr die Initiative gegen die silberne Hand ergriffen? Ja. Hervorragend. Sieht aus, als hätten sie sich erstmal verzogen. Macht weiter so. Früher oder später erledigen wir sie vollständig. Und was ist das nächste Ziel? Schön zu sehen, dass ihr so eifrig seid. Ich habe erfahren, dass eines der schlaueren Mitglieder der silbernen Hand in Jalmarsch herumschnüffelt. Mhm. Wenn ihr euch in ihr Lager schleichen und ihre Pläne stehlen könnt, sind wir im Vorteil. Ah ja, interessant. Begonnen Pläne stehlen, ah ja. Ah ja, ah ja, ah ja. Das ist jetzt aber noch nicht aktiv, weil ich möchte erst noch... was wollte ich jetzt eigentlich machen? Ups, genau, ein Haus kaufen. Ups, ich verklick mich heute auch wieder immer. Und ich kann eine Stufe aufsteigen, das weiß ich. Habe ich schon gemerkt. Alter, Alter! Geiles Nordlicht-Himmelzeugs hier. Finde ich ja schon mal übel. Das sieht wirklich cool aus. Schade, dass ihr das im YouTube-Video dann nicht in der Grafik bracht, wie ich momentan sehe. Aber das sieht wirklich geil aus. Da hat sich Bethesda eindeutig was Wunderbares zusammengestellt hier.
So, ich habe ja den Tipp bekommen, dass man hier beim Jarl ein Haus kaufen kann. Dann schauen wir doch mal, ob das so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Hier ist ja überhaupt kein Jarl mehr. Ja. Balgruu, von als er Jarl wurde, bestand ich darauf, seine Leibwächterin zu werden. Ach so. Er hatte keinen Grund, das abzulehnen. Bei den Göttern, was seid ihr neugierig? Ja, das ist schon fast gefährlich. Und was macht ein Huskarl eigentlich? Ich habe die Aufgabe, alle Bedrohungen vom Jarl abzuwenden. Mächtige Männer haben viele Feinde, besonders in Zeiten des Konflikts. Ihr könnt euch die Gefahren also vorstellen. Ja, man hat dem Jarl bereits nach dem Leben getrachtet. Schon einige Möchtegern-Attentäter habe ich mit meiner Klinge aus dem Leben befördert. Und mit welchen Bedrohungen muss der Jarl fertig werden? Da gibt es einige. Drachen, Sturmmäntel, ehrgeizige und skrupellose Adlige. Und das sind nur die körperlichen Bedrohungen. Täglich gibt er sich mit unterwürfigen Funktionären und inkompetenten Bürokraten. Nun, zumindest jetzt noch nicht. Sorry, dass ich das jetzt so schnell durchziehe, aber ich möchte jetzt wirklich noch ein Haus kaufen, da ein bisschen was einlagern und dann speichern und die Aufnahme beenden. Aber ich finde den Jarl gar nicht. Wo ist denn der? Ach, Jarlgemächer. Ja, da sollten wir da vielleicht mal hinschauen, oder? Wo geht's hier hin? Jarlgemächer. Läuft. So, und wo ist er jetzt, der gute Jarl? Ich gehe mal davon aus, dass der da oben irgendwo rumfleucht. Tür. Esszimmer. Da ist der Jarl, oder? Jo. Mögen die Pentgard. Götter über eure Kämpfe wachen. Wie kommt ihr darauf, dass Ulfric den Großkönig umgebracht hat? Er dachte zweifellos, nur so würde seine Botschaft verstanden. Außerdem tat er es, weil er es konnte. Auf wessen Seite steht ihr eigentlich? Wenn ihr damit den Krieg meint, General Tullius und seine Freunde im Kaiserreich werden euch erzählen, dass ich ihnen meine Loyalität schulde. Ulfric Sturmmantel wäre wohl der Ansicht, dass ich dem Volk der Nord verpflichtet bin, da sie für Himmelsrands Unabhängigkeit kämpfen. Vielleicht ist auch das richtig. Der Tag mag kommen, an dem ich gezwungen bin, mein Schwert für die eine oder die andere Seite zu ziehen. Doch dieser Tag ist noch nicht da. Stimmt. Aber ich kann bei dem eigentlich kein Haus kaufen, oder? Wenn ihr mich jetzt entschuldigen würdet... Wie geht das dann? Würde mich mal interessieren. Wenn ihr das wisst, wie das funktioniert, wäre ich euch sehr dankbar, wenn ihr mir das mitteilen würdet. Ich habe nämlich irgendwie so keine Ahnung, wie das funktionieren soll. Jarlgemächer, Kerker, Großstufe, Jarlgemächer. Ah ja. Weißlauf. Aha. Aber irgendwie gibt es ja da nicht so viel, oder? Großstufe, das ist eine Aufsichtsplattform, oder? Hallo? War ja wieder diesmal Ladebildschirm da, der sich immer aufhängt. Ach, cool. Hier ist ja noch ein Hinterhof oder sowas. Was ist denn das für ein Gerät? Ich will es gar nicht wissen. Und warum ist jetzt meine Taskleiste aufgepuppt gerade? Ach, schön. Alter, ist das geil. Ich würde aber sagen, mit diesem Panorama, auch wenn die Folge jetzt vielleicht ein bisschen kürzer ist als geplant, mache ich eine kleine Aufnahmepause. Ich glaube, ich hänge abends noch eine Aufnahme dran. Müssen wir mal schauen. Mit diesem wunderbaren Panorama mache ich jetzt mal, sage ich jetzt mal, bis zur nächsten Aufnahme. Euer Code Red verabschiedet sich wie immer. Bis dann.